Was hältst du eigentlich, Simon, von der Idee, das Ganze, wenn keiner Fragen stellt, fange ich mal an. Was hältst du denn von der Idee, dass man das Ganze, wie Alex sagt, mal auch aus der Risk-Perspektive betrachtet und auch mal ganz andere Einheiten mit ins Boot holt, die im Unternehmen bisher eigentlich immer so ein bisschen außen vor sind? Ich halte relativ viel von. Wir arbeiten auch für große Konzerne und versuchen da wirklich viele, viele Bereiche mit reinzuziehen. Aber wenn man einmal in so einen großen, über 100.000 Mann Konzern reinkommt, merkt man, dass man immer nur an dem Eisberg an der Spitze arbeitet und alles, was da drunter ist, von Recht oder Risikothematiken, auch andere Länder, andere Bereiche, Kulturthemen, politische Themen, dass man die alle gar nicht mit reinnimmt und die man alle nach und nach mehr reinnehmen kann. Aber es muss halt auch wachsen, das ist die Evolution. Das kann nicht auf einmal alles fertig sein. Auch der Mensch, wie wir sind, sind ja auch nicht von heute auf morgen so gekommen, sondern auch nach und nach erst gekommen. Von daher, ich finde das gut und das ist auch richtig. Es werden immer mehr und mehr Perspektiven noch kommen dazu. Christiane, gibt es eigentlich in deutschen Behörden einen Risk Officer? Nein, gibt es nicht. Also ich glaube, dass die Risiken den Behörden sehr, sehr bewusst sind und dass die sehr, sehr eigentlich aus dieser Perspektive denken und zu viel, zu wenig eigentlich auf die Chancen gucken. Also wenn ich so mit Behörden spreche, dann sind die da eigentlich schon wirklich gebrieft und wissen, was da kommen kann, weil die natürlich auch Pressearbeit machen und legen deswegen zu sehr den Fokus darauf, was alles passieren könnte, was aber höchstens alle paar Jahre mal passiert. Und eigentlich ist die größere Aufgabe, die Vorteile klar zu machen. Die Risiken können die ganz gut abschätzen. Aber wir sind ja in Deutschland, da geht das nicht. Das ist genau das Gegenteil. Also in anderen Ländern ist es, sieht man überall die Chancen, alles positiv. In Deutschland wird erstmal abgewägt, was alles nicht geht. Das ist die große Herausforderung, die wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch bewältigen dürfen. Jetzt haben wir die erste Frage. Der Christoph meint, er fand den Fokus auf Risk und Prozesse gut, aber was wird denn im Hinblick auf Unternehmens- und Führungskultur konkret empfohlen? Alex, das geht an dich, schätze ich mal. Also ich glaube, in Bezug auf die Führungskultur ist es eben wichtig, dass wir das Thema digitale Kommunikation in der DNA von der Organisation verankern. Und das heißt auch, dass eben die Führungsspitze genauso affin zu den Themen ist, wie die Social Media Teams oder vielleicht die jungen Kollegen, die im Unternehmen anfangen zu arbeiten. Ja? Also diese, da glaube ich, haben wir tatsächlich noch eine Evolution vor uns. Nicht, dass die jungen Mitarbeiter irgendwie die Führungsspitze ersetzen müssen, sondern dass die was älteren Generationen einfach auch von den jungen Mitarbeitern noch lernen, beziehungsweise sich dem Wandel eben stärker hingeben. Ja. Genau dieser Wandel von den Jüngeren lernen zu wollen und auch zu akzeptieren, dass man davon was lernt, ist bei vielen Unternehmen nicht selbstverständlich. Also das kommt, auch das wird ein Prozess sein. Genau, und deswegen glaube ich, ist es halt ein Zugehen von beiden Seiten. Ne? Also wir müssen auch lernen, einen Schritt auf die Generation zuzugehen und auch so ein bisschen mehr zu denken, wie die Herren eben denken. Und eben einfach Thema Risk Management, klar, ja. Die denken mehr an Risiken, aber wenn wir ihnen zeigen, dass wir uns da nicht komplett querstellen, sondern das nachvollziehen, dass natürlich Risiken für die Herren bestehen können, ne, an Unternehmensspitze sind es ja auch strafrechtliche Risiken, die da zum Teil entstehen. Und dann, glaube ich, schaffen wir, dass wir den Gap da schneller schließen. Das glaube ich nicht, solange wir nicht anfangen, auch mit Fehlern umzugehen, zu lernen und auch gerade den Führungskräften, dass sie sagen, hey, das funktioniert oder ich habe da einen Fehler gemacht und lass uns das mal ausprobieren. Es geht ja, umso höher man kommt, umso risikoaverser wird man ja und umso weniger möchte man etwas zugeben, umso weniger Verantwortung übernehmen. Und dann will man die ganze Verantwortung, landet dann unten wieder bei den jungen Leuten, die da noch gar nicht mit umgehen können. Also es wird schon ein Spagat werden. Und da wir so risikoavers sind, wird uns das wohl noch eine ganze Weile beschäftigen. Das definitiv. Weil da gerade nochmal der Retweet zu deinen sechs großen S des Storytellings kommt. Kennst du Unternehmen, bei denen diese sechs großen S schon wirklich angekommen sind, oder ist es immer noch ein Kampf, denen diese sechs großen S beizubringen? Es gibt schon ein paar Unternehmen, die das schon sehr gut machen. Coca-Cola zum Beispiel, die wirklich auf der gesamten Ebene das Storytelling verstanden haben. Bis hin zur Produktentwicklung, auch das Added Value oder die Value Proposition danach ausrichten. Es gibt einige, also hauptsächlich im Fast-Mover-Bereich, wo Love Brands, wenig im B2B-Bereich,
aber es kommt mehr und mehr, also man sieht das schon, ja. Der Christoph hat eine Frage. Werden die alten Grumpy-Datenschützer-Cats eigentlich sukzessive von jungen Kuschlern abgelöst, Christiane? Also ob es da quasi auch einen Generationenwechsel gibt. Das ist schon eher die ältere Generation, die dann wirklich so die obersten Datenschützer sind. Also bis da die junge Generation vorrückt, das dauert noch ein bisschen. Da habe ich eher Hoffnung für so die nächsten 20 Jahre. Aber was die Chance ist, ist einfach, dass, also es hängt ja auch nicht immer vom Alter ab, es ist jetzt nicht immer so, dass die 20-Jährigen alle Social-Media-affin sind und die 50-Jährigen nicht, da gibt es ja Ausnahmen in beide Richtungen, aber was eigentlich wichtig ist, ist, dass wir Jüngeren, die jetzt in die Behörden eben nachkommen, dass wir da eigentlich Überzeugungsarbeit leisten und das funktioniert an vielen Stellen schon ganz gut, also wenn ich mir jetzt meine Chefin anschaue, die ist einfach total begeistert von unserem Twitter-Kanal, konnte mit Twitter vorher gar nicht, wird am liebsten jetzt den ganzen Tag selber twittern und die Vorgesetzten wollen die Kanäle nicht mehr missen. Also die haben so sehr den Mehrwert erkannt, dass sie total glücklich damit sind, trotz des Shitstorms. Und das heißt, man kann, also soweit die einmal reinkommen, haben die eigentlich den Mehrwert auch erkannt. Dass die Datenschützer, ich meine, das ist natürlich denen ihr Job und Facebook hält sich nicht an deutsches Datenschutzrecht, das ist ganz klar, das ist auch verständlich. Und dass es da auch die ein oder andere moralische Frage gibt, ist auch verständlich. Das habe ich natürlich eben wegen dem Rückkanalverbot so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Ich denke halt, da müssen beide Seiten aufeinander zugehen und dann findet man schon eine Lösung. Ich glaube nicht, dass das ein Thema des Alters ist, weil es auch viele junge Leute gibt, die das komplett ablehnen. Also von daher gibt es auch ganz viele Ältere, die völlig offen sind, wie du auch sagst. Also von daher ist das gar nicht ein Thema des Alters, sondern es ist vielmehr ein Thema der Einstellung und dass wir die Angst haben, dass wir so der transparente und völlig gläserne Mensch werden und wir gar nicht mitbekommen, an wie vielen Stellen wir auch schon Daten irgendwo liegen lassen, obwohl wir es gar nicht merken. In fast jedem Auto, das produziert wird, ist eine SIM-Karte drin. Das heißt, man kann schon komplett tracken, wo die Autos sind heutzutage. Mit jedem Handy kann man tracken, wo man ist. Also es kommen so viele Daten zustande, wo man gar nicht mehr Herr drüber ist und gar nicht weiß, dass man die überhaupt produziert. Und das sind so Themen, die auch viele junge Menschen beschäftigen. Also von daher völlig unabhängig vom Alter. Wir haben eine neue Frage von Alexander Hagemann. Wie seht ihr Instagram als soziale Media-Plattform und wieso berücksichtigt ihr das? Also genau, wir berücksichtigen das ja eigentlich schon. Aber wie seht ihr das? Also ich habe ja was darüber gesagt in meinem Vortrag. Also ich finde Instagram vor allem für Kommunen sehr interessant, weil die eben einfach Bilder aus ihrer Stadt posten können, weil sie damit auch jüngere Leute erreichen und Leute emotional an ihre Stadt binden können. Das heißt, also ich empfehle Kommunen auch immer, Instagram zu nutzen. Und von daher, es gibt natürlich Behörden, die können nicht viel zeigen. Und, aber für Städte und Kommunen sehe ich da ganz großes Potenzial. Also wir sehen das auch, wir nutzen Instagram extrem viel. Für fast alle unsere Kunden haben sehr viel Erfolg damit und es ist wirklich auch ein Thema des Alters, weil sind auch nicht die ganzen Älteren dabei. Also Facebook wird ja dann uncool, wenn die Eltern alle mitkommen. Und dieses Freiheit, das ist genau das Thema der Pubertät. Ich habe etwas, was für mich ist, meine Altersgruppe ist meine Peer Group und da funktioniert Instagram sehr, sehr gut. Und jetzt kommen natürlich auch alle anderen dazu, weil es natürlich mainstreamiger wird. Da kommt dann die nächste Hype. Mal schauen, was das dann wird. Um auf das Thema Datenschutz nochmal kurz zurückzukommen. Das Thema Snowden ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Und ich, das ist ja schon fast Tradition, dass ich immer mal wieder darauf hinweise, in Hamburg letztes Mal erst und hier auch immer gern mal wieder, um das wieder in Erinnerung zu rufen. Hat sich denn seitdem bei den normalen Nutzern oder auch bei den Unternehmen wirklich was geändert? Hat das Ganze überhaupt irgendwas bewirkt oder ist das eigentlich aus eurer Sicht inzwischen schon wieder völlig abgeflacht und eigentlich redet keiner mehr darüber? Gut, wir haben jetzt wieder, das Ganze geht gerade wieder so ein bisschen nach oben, aber irgendwie ist es nicht mehr so, der erste Schock ist vorbei und irgendwie ist es jetzt fast schon gefühlt akzeptiert. Wie seht ihr das? Ich habe dazu ein ganz gutes Beispiel, weil ich heute auf der Konferenz von der Wirtschaftswoche war, ein Vertreter vom Whistleblowing e.V. da, ja, die sich wirklich sehr dezidiert um dieses Thema kümmern. Und der wurde genau die Frage gefragt, hat sich seit Snowden eigentlich bei dir was verändert? Er hatte gemeint, dass er deswegen nicht mehr Anfragen hatte und das Thema in Deutschland eigentlich relativ konstant weitergelaufen ist. So viel von den Experten.
Ich glaube, das ist auch wieder das Thema der Evolution. Das sind alles so Peaks, die wir haben. Ne? Gibt es mal ein Feuer oder ein Erdbeben oder sonst was. Das kommt vielleicht auch mal wieder Nachbeben noch, aber trotzdem ist das ein normaler Prozess. Es kommen immer wieder neue Themen hoch. Das war halt ein größeres Erdbeben. Das Thema Erdbeben ist dadurch auch bewusst geworden, aber es ist jetzt nicht etwas, was uns tagtäglich bewegt. Dafür ist diese Trägheit der Masse einfach viel zu groß und die Menschen lassen sich viel zu sehr ablenken und suchen viel zu sehr die Harmonie, und ohne sich damit auseinanderzusetzen zu wollen, wirklich. Eine Frage an Christiane vom Felix Sold. Wie viele Kommentare versteckt ihr eigentlich auf euren Seiten? Ich versuche es jetzt gerade mal aus dem Kopf wiederzugeben, nachdem es weg ist. Wie viele Kommentare verbergt ihr eigentlich? Und wenn ja, ist das Ganze eigentlich relevant? Felix, habe ich das richtig wiedergegeben? Ja? Also weniger, als man jetzt denken könnte. Ich verberge beim Bundesamt jetzt pro Monat vielleicht 10 Kommentare bei Facebook und sperre vielleicht alle 2 Monate mal jemanden. Mehr ist nicht nötig. Also wir gucken die ganze Zeit drüber, wir monitoren das ganz eng, wir haben Diskussionsrichtlinien, aber es artet einfach nicht so aus, wie man sich das denken könnte. Bei Twitter, muss man sagen, haben wir viel mehr Trolle, also da haben wir auch viel mehr kritische Diskussionen, muss man echt sagen, als bei Facebook. Bei Facebook haben wir doch eine sehr positive Community und weil sich bei Twitter natürlich auch die Pegida-Anhänger sehr stark organisieren, gibt es da schon ein paar mehr, die sehr kritische Nachfragen stellen. Zum Beispiel hatten wir jetzt vor ein paar Tagen sehr viel kritische Nachfragen zum Thema, ja, man sieht auf den Bildern von Flüchtlingsbooten immer nur junge Männer. Und das, wie viele junge Männer, also wie hoch ist eigentlich der Männeranteil an Asylbewerbern? Das müssen ja 90% sein. Da haben wir Statistik dagegen gestellt. Nein, sind irgendwie knapp über 50%, so und so viele Frauen und Kinder. Nein, das muss gefälscht sein und ihr macht hier Propaganda und überhaupt. Und da haben wir dann schon ziemlich auch relativ harte Diskussionen geführt. Aber dass es jetzt wirklich über die Gürtellinie geht, das kommt nicht so häufig vor, wie man denken könnte. Also es ist alles wirklich noch im Rahmen. So ein paar Kommentare pro Woche muss man löschen, das war's. Nächste Frage. Digitale Evolution, Wearables, Connected Home etc., Private Social Media 2.0. Wie wird das den bestehenden Markt verändern? Ich glaube, so in dem Moment, wo es so einen Schub gibt, wo jemand wirklich so den richtigen Mehrwert oder die Masse den Mehrwert daraus nimmt, wird die Akzeptanz sehr hoch werden. Wo es aufhören wird, ist das Türschloss in Deutschland zumindest. Also das wird es so nicht so schnell geben, aber Kameras, Überwachung, Rollläden hoch und runter, Kaffeemaschine an, aus, das sind Themen, die werden sich auf alle Fälle in den nächsten, schätze ich mal, 2-3 Jahren etablieren. Wann das ganze Thema Wearables oder auch Quantify-Yourself-Themen, die sind ja jetzt schon im Hype und auch von den Kosten her mittlerweile bei 20-30 Euro angekommen. Das ist schon irre. Und auch bei der Apple Watch, wie ich gehört habe, sind über 80.000 von diesen super exklusiven Modellen verkauft worden für 12, 15, 18.000 Euro. Das heißt, der Markt ist da. Das ist ja eher eine Frage, die du beantworten solltest, Daniel, oder? Ich probiere immer gerne alles aus. Also ich glaube schon, dass es einen Wandel gibt in die Richtung. Ich nehme da ja immer gern wieder das Beispiel von meinem Opa, der ist jetzt Mitte 80, hat sich Ende letzten Jahres ein iPad gekauft, selbstständig. Ist in den Apple Store gegangen, wo er jetzt heute auch immer wieder gerne hingeht. Hat mir letzte Woche erst erzählt, dass er sich die Apple Watch angeschaut hat und eigentlich fände er die ja auch ganz interessant. Und dieses neue MacBook ist ja eigentlich auch ganz schön. Und der ruft neuerdings meine Eltern, wenn sie im Urlaub am Strand liegen, per FaceTime an, um zu hören, wie es ihnen denn geht. Also ich glaube, dass inzwischen wir an dem Punkt angekommen sind, wo die Technologie immer weiter weg von diesem Nerdtum geht und immer mehr in der Masse ankommt. Und wir wirklich an dem Punkt ankommen, wo es eigentlich bald, glaube ich, keine Rolle spielt, ob man jetzt 18 ist oder ob man 40 ist oder ob man 80 ist und man wirklich an den Punkt kommt, wo ein gewisses Grundlevel an Technologie einfach angekommen ist. Ein Grundlevel, was wir vor 5 Jahren vielleicht noch als völlig abgehoben gesehen hätten, weil vor 5 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass mein Opa jeden Tag seine Zeitung auf dem iPad liest oder sich die Tagesthemen anschaut. Also als ein Beispiel von vielen. Und Thema Apple Watch, wo du ja gerade so ein bisschen drauf angespielt hast. Ich bin jetzt seit knapp einer Woche, glaube ich,
Und ich bin wirklich zufrieden. Also muss man ehrlich sagen, gut, mir wird ja mal vorgeworfen, dass ich so ein bisschen Apple-Fanboy-lastig bin, aber ich muss ehrlich zugeben, es funktioniert. Und es ist einfach kein Techie-Thema, sondern es funktioniert einfach, ohne dass ich großartig was machen muss. Ich habe wirklich einen Mehrwert dadurch, dass ich die Benachrichtigungen einfach auf der Uhr mitbekomme und aussortieren kann, was wichtig ist und was nicht. Und ob ich jetzt wirklich mein Handy aus der Tasche hole oder eben nicht. Und das bringt einen echten Mehrwert. Und jetzt ist Romans Frage ganz untergegangen sind Unternehmen im Mittel schon ganz gut aufgestellt, war die Frage, glaube ich. Roman, im Mittelstand. Wo ist der Roman? Roman? Genereller Status, wie es momentan aussieht, ob wir inzwischen gut aufgestellt sind oder ob es noch hapert. Okay. Wer möchte? In Bezug auf Social Media, oder? Oder auf Digitalisierung. Also es ist gerade vor, glaube ich, 10 Tagen oder was, eine Pressemitteilung von der Bitkom rausgekommen, dass mittlerweile 75% der deutschen Unternehmen Social Media aktiv nutzen. Und das Interessante an der Mitteilung ist nicht die Zahl, sondern dass sich das eben gleich verteilt auf die Unternehmensgrößen. Das heißt, sowohl kleine Startups als auch Mittelstand, als auch die großen DAX-Konzerne. Soweit als Info dazu. Wir haben ja auch relativ viele Kunden aus dem Mittelstand und wir sehen schon, dass die erkannt worden ist, dass da sehr viel zu holen ist, da muss man sich hinwickeln muss. Aber da ist halt auch das Thema Orientierung. Es sind so viele Themen, die auf einmal aufpoppen, so viele Anforderungen, so viele Unbekannte, auch dann noch Generationsthemen, die dazukommen, dass oftmals gar nicht die Ressourcen da sind, sich damit so auseinanderzusetzen, wie man es eigentlich möchte. Und es gibt halt auch viele schlechte Berater, die da auch viel kaputt machen, leider. Die Julia Lehmann fragt, sind eigene Community-Plattformen für Behörden sinnvoller? Ja, kann man pauschal jetzt natürlich nicht beantworten, weil es eben auf die Strategie ankommt. Ich war neulich aber in der Stadt, die haben eine eigene Bürgerplattform, also was ganz Eigenes. Und ich denke, dass es eben schwierig ist, so viele Leute dann dahin zu bekommen, weil was man will, ist ja die Reichweite. Und was man will, ist ja in die Kanäle gehen, wo sich die Leute aufhalten, um die Reichweite zu bekommen. Also was man durchaus machen kann, ist eine eigene Bürgerbeteiligungsplattform schaffen, wo man sich dann eben auch registrieren muss, weil zum Beispiel nur Bürger mitdiskutieren dürfen oder mitentscheiden dürfen und dann aber das Ganze auf Social Media verlinken. Also ich würde in den meisten Fällen nicht empfehlen, ausschließlich eine eigene Community-Plattform zu nutzen, weil das ist dann ein Riesenprojekt in der Behörde, was ein halbes Jahr oder ein Jahr dauert, um überhaupt einzurichten. Und dann hat man vielleicht nicht die Reichweite, weil man die Leute eben auch, gerade bei Facebook und Twitter im Moment eben am besten erreicht. Also ich würde mich ausschließlich darauf verlassen. So, eine letzte Frage, weil die auch auf der Republika tatsächlich ein Riesenthema war dieses Jahr, fand ich. Wie wichtig wird Video in Zukunft und auch für die behördliche Kommunikation, aber generell Video? Ich habe ein ganz spannendes Diskussionspanel auf der Republika mit angehört von Facebook, Amazon, Yahoo und YouTube, die gemeinsam dieses Thema auch mit diskutiert haben. Und was ich auch ganz spannend fand, dass Facebook zum Beispiel gezeigt hat, was sie eigentlich mit diesem ganzen Oculus-Thema im Newsfeed vorhaben. Und wenn man sich da anschaut, dass es 360-Grad-Videos im Feed geben wird, die man dann da schön anschauen kann, dann ist das schon eine ganz spannende Sache. Und generell Video, Facebook gibt gewaltig Gas, YouTube seit jeher. Auch wenn man sich die ganzen YouTube-Stars anschaut, die da momentan so alle aufpoppen, die damit auch richtig Geld verdienen, selbst in Deutschland inzwischen gibt es ja einige, wird ein Riesenthema, auch von den Reichweiten her. Wird einfach mal einmal rundum. Ich glaube auch, dass Video sehr wichtig wird. Es liegt auch daran, dass der Mensch immer träger wird, was die Konsum von Inhalten angeht, dass es einfach sehr bequem ist. Da sind wir Männer ganz weit vorne. Also YouTube ist ein sehr männliches Thema und Kanal. Das Konsumieren macht einfach auch Spaß. Was aber interessant zu sehen ist, dass die Videos immer kürzer werden. Man sich halt mehrere Videos anguckt, also nicht mehr das Interesse, da 30 Minuten zu schauen, sondern lieber 5, 6 maximal oder 90 Sekunden nur. Das wird das ganze Thema des Storytellings verändern. Aber Video wird auf alle Fälle einen großen
Beitrag spielen in Zukunft. Und Oculus Rift, klar, finde ich auch cool und es kommt bestimmt auch, aber es dauert noch, bis diese 3D-Welten irgendwann entstehen. Das ist eine schöne Vision, aber damit will sich Facebook einfach nur positionieren. Und ich war auf der F8 in San Francisco gewesen, wo auch das ganze Thema Video vorgestellt wurde und da hat man die Jungs von YouTube schon schwitzen gesehen. Vor allem mit so Themen wie LiveRail oder die Videoeinbettung in anderen Apps, die man mittlerweile über Facebook machen kann, das ist schon sehr, sehr smart und lässt einen rosig auf die Zukunft von Facebook schauen. Ja, ich glaube, ergänzend dazu, ein weiterer Indikator ist, dass sich der Konsum von Informationen bei uns auch einfach verändert. Und das sieht man an Periscope, das sieht man an YouNow, das sieht man an diesen Plattformen. Das heißt, Video wird mega wichtig. Also in Behörden spielt es noch keine, also in meisten noch keine ganz so große Rolle. Bei uns beim Bundesamt sind in den letzten ein, zwei Jahren Videos immer ganz schlecht gelaufen. Wir glauben auch, dass es daran liegt, dass viele diese Fachinformationen in der Arbeitszeit lesen und der Kollege daneben sitzt und wenn die dann Videos laufen lassen, das irgendwie unangenehm ist und deswegen das nicht so gut läuft. Aber es wird insgesamt wichtiger, deswegen wird es auch für Behörden wahrscheinlich wichtiger werden. Es ist allerdings so, dass die meisten Behörden nicht so wahnsinnig gute Möglichkeiten haben, sowas zu produzieren. Also der Deutsche Wetterdienst hat ein eigenes Studio, wo sie ihre YouTube-Videos produzieren, aber das hat natürlich nicht jede Behörde. Wo ich es mir wahnsinnig gut vorstellen kann, auch fürs Bundesamt in den nächsten Jahren, ist beim Punkt Personalanwerbung und Employer Branding, dass man so ein bisschen die Mitarbeiter selber erzählen lässt, was sie machen. Da könnte ich mir jetzt in der näheren Zukunft einen Videoeinsatz, also Native Videos bei Facebook, dann wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Ja, vielen Dank in die Runde. Ich glaube, wir haben soweit alle Fragen beantwortet, die es gab. Alle anderen könnt ihr natürlich gerne noch im persönlichen Gespräch fragen und stellen. Es sind ja alle drei und auch ich ja noch länger da. Wer von euch hat schon zwei Leute kennengelernt, die er vorher noch nicht kannte? Okay, alle anderen haben noch was vor sich. Ja, also wir haben ja noch genug Bier hier und auch andere Getränke. Ich würde mich freuen, wenn dieses Ziel heute Abend jeder erreicht, weil dafür machen wir das ja auch. Und wünsche euch noch einen schönen Abend.